Ja, willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem neuen Part Satinavs Ketten. Der liebe Papa ist hingegangen und hat dann gesagt, ja, er hat einmal sein Mikrofon gemutet, weil er gehustet hat, und dann hat er vergessen, wieder anzuschalten und hat 20 Minuten lang gespielt. Ich habe also schon einiges mitbekommen, weiß aber ehrlich gesagt nicht wirklich weiter. Wir fahren mal da hinten raus. Und, wie hieß ja. dieses seltsame Tier gleich noch? Was für ein seltsames Tier? Smaragdbären, Regenbogenbiber. Regenbogenbiber, Nori. Regenbogenbiber. Richtig. Regenbogenbiber. Die will uns immer auf die Probe stellen. Okay, hier haben wir ein Seil, das nehmen wir Falls das Boot wegtreibt, habe ich keine Wahl. Dann muss ich Nori nach Fanglari begleiten. In ihre Welt, meine ich. Tja, wie gesagt, ich habe so ein ganz, ganz, ganz böses Gefühl. So, da ist löchrige Stiefel. Die nehmen wir mal mit. Da haben wir eine seltsame Wenn ich die Pflanze einfach abreiße, stirbt sie. Dann schimpft Nori wieder. Gut, wir haben aber einen Spaten. Na, holen wir uns Wenn die. Ich die Pflanze einfach ab, dann schimpft. Ach so, ja, stimmt. Hier. Au, das Zeug brennt. Namenloses Gewächs. Das Zeug brennt, das ist schon mal sehr gut. Ich bin gerade am Überlegen, das Irrlicht. Sind das Irrlichter? Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Ein fauliger Pestgeruch steigt von dem Wasser auf. Sind das Irrlichter? Okay, ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles. Da haben wir einen Baum. Der Baum ist ganz einfach, den können wir eigentlich fällen. Dafür haben wir ja hier eine... eine Axt. Es gibt immer einen Weg. Ja, die Axt im Walde, meine Freunde. So. Dann haben wir hier ein Seil. Wir haben hier ein Seil. Nori? Und dann runter. So. Jetzt kommen wir irgendwo hin. Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Wenn ich zum Stein werde, folge mir nicht. Wenn du zum Stein wirst, kannst du mich aber auch nicht warnen. Da ist was Wahres dran. Bei diesem Rätsel hier, das wir hier haben, der wirft ein Auge auf uns. Haben wir ein kleines Problem. Was also ist das für ein Licht? Nori, komm nicht näher. Was ist denn da? Stopp! Bist du wahnsinnig? Es hätte dich fast gesehen. Du bleibst jetzt hier hinter dem Felsen, verstanden? Ich überlege mir, wie wir an dieser Kreatur vorbeikommen. Ja, da habe ich schon eine Idee, wie wir an der Kreatur vorbeikommen, weil ich kann nirgendwo hingehen. Die Kreatur guckt sich überall um. Ein Pfau? Nur eine Statue. Wir sollten hier nicht sein. Ein Herold aus Fanglari. Er heißt uns willkommen. Woher willst du das wissen? Gibt es noch mehr dort, wo wir hingehen? Oh. Warst du das? Ein Lichtpfau. Und das Auge, wenn man da mal ein bisschen aufgepasst hat, das Auge passt da drauf auf. Nori? Hast du eine Idee, wie wir an dem Wächter vorbeikommen? Vielleicht sieht es uns nicht, wenn wir es nicht sehen. Wir müssten nur unsere Augen schließen. Gute Idee. Sonst noch irgendwelche Vorschläge? Kannst du die Höhle komplett verdunkeln? Ich weiß nicht, aber danke für deine Anregungen. Gern geschehen. Danke noch einmal für dein Geschenk. Es bedeutet mir sehr viel. Du musst keine Worte dafür finden. So, dann verrühren wir Berühre die Statue noch einmal. Weil das Auge... So schön. Die Lichtspiegelung scheint das Monster zu faszinieren. So, das heißt, wir können hier hinten hingehen und erstmal die Öllampe holen. Ich muss es irgendwo hineinfüllen. Dafür habe ich doch, glaube ich, was gehabt. Und zwar... Hier das? Kann ich noch... Ich glaube nicht. Na, warum nicht? Sie ist zerbrochen. Entschuldigung. Diesmal mute ich mich nicht, weil... Keine Zeit für sowas. Ich hab da... Ich Keine das Zeit für Experimente. Nicht sehr schlau. Das geht so nicht. Warum nicht?
Ein brennender Tümpel. Was nützt mir das? Eine Ablenkung? Ich sprach für einen Freund. So. Dann müssen wir an dem Vorneräumer drehen. Dann geht er da hinten hin. Und wir müssen nochmal an dem V drehen. Dann geht er dahin. Dann kann er nämlich da hinten sich ganz gemütlich machen. Wir brauchen nämlich diesen Spiegel. Und dann finden wir hier erstmal einen Pilz. Und eine Libelle. Die können wir aber so nicht fangen. Es sei denn, wir benutzen das Netz. So. Wie sollen wir jemals unbemerkt an dem Wächter vorbeikommen? Da kümmere ich mich schon drum. Vielleicht hilft der Spiegel uns, den Lichtstrahl umzulenken. Ja, das ist eine Idee, die habe ich auch eventuell vor und die werde ich auch eventuell durchziehen. Und da habe ich auch schon eine Idee, wie ich es mache. Zu fest verkeilt. Das macht er nicht. Sie hat offenbar gehofft, die Kreatur mit einem Spiegel besiegen zu können. Naja. Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit, dafür ihr Leben zu riskieren. Gut, was haben wir da? So, also ist der ehrenwerte Harm zu seinem Reichtum gekommen. Ach, er hat die Tiere in diese Höhle geschmissen. Dann hat das Auge diese Tiere versteinert und er hat dann die versteinerten Tiere weggetutet. Ah, sehr gut. Da haben wir ein Loch. Wie ein versteinerter Käse. Okay, aber wir haben da was, wo wir reinmachen können, weil wir haben eben schon den Spiegel aus so einem Loch rausgemacht. Dann können wir den nämlich in so ein Loch reinmachen. So. Da haben wir einen Riesen. Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Gut. Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Aber wir haben noch was anderes. Was ein bisschen brennt tut, und zwar das hier. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. So, und jetzt müsste ich eigentlich theoretisch... Das ist keine Hilfe. Warum nicht? Für einen feuerspeienden Drachen wird... Ja, ich weiß. Es ist zu wenig. Unsinn. Warum? Ich bin etwas Ideen. Weil ich das so sage. Unsinn. In dieser Höhle muss das Feentor sein. Und wie kommen wir jetzt am besten dorthin? Das ist eine gute Frage. Wir machen mal was anderes, und zwar machen wir mal Folgendes. Wir drehen mal wieder an dem V. So, weil da war ich nämlich beim letzten Mal stehen geblieben. So. Das Geile ist, wenn wir jetzt, wir können jetzt hier hinten hingehen, da passiert uns vorerst nichts. Wir sehen, dass der Lichtstrahl da reingeht. Wie komme ich darauf? Unsinn. Okay. Natürlich nicht. Loch bleibt Loch. Kann ich den V zerstören? Das hilft auch nicht weiter. Das führt zu nichts. Ja, danke fürs Gespräch. Ich bin etwas ideenlos. So wird das nichts. Okay. Wozu denn? Kann ich vielleicht... nee, kann ich nicht. Abenteuerliche Fahrt. Okay, ich kann also im Großen und Ganzen hier nichts mehr machen. Denke ich mal. Ein fauliger Pestgeruch steigt von... Sind das Irrlichter? Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. So wird das nichts. Ja, wie soll ich denn sonst fangen, Junge? Warum sollte ich? Weil ich das gesagt habe. Hm? Nein. Das hilft auch nicht weiter. Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Wozu denn? Na, anziehen. Das geht so nicht. Unsinn. So. Das Licht zeigt nach unten. Das Tor muss genau unter uns sein. Gut. Ich weiß nicht. Doch. Wie komme ich darauf? Weil ich es sag. Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Mann, ey! Okay.
Gibt's noch irgendwas, was ich machen kann hier? Nö. Zerstören. Moment. Zerstören, benutzen. Keine Zeit für Experimente. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wünschte, ich könnte sie wieder zum Leben erwecken. Das geht so nicht. Hm? Nein. Meine Kraft wirkt nur auf tote Dinge. Besser nicht. Ich weiß nicht. Ah, warte mal, wir haben hier einen zerbrochenen... Schon kaputt. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Ja, gut. So gut wie neu. Nur der Docht fehlt. Der Docht. In einem Stück wäre es nützlicher. Ich brauche nur mal irgendwo ein... Was ist denn, wenn ich... warte mal. Hier? Wo kriege ich jetzt einen Docht her? Ein Docht. Um diese Zeit. Zu dieser Stunde. An diesem Ort. Hä? Verstehe ich nicht. Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Wo soll ich denn jetzt bitte schön so einen schönen Docht herkriegen? Ich hätte fast Scheiße gesagt. Meine Fresse. So. Unwahrscheinlich. Warte mal, kann ich nicht da? Nichts. So ein bisschen mit Dingenskirchen hier. Ich bin sicher, der Pfau und das Prisma haben etwas miteinander zu tun. Nur was? Ich bin sicher, der Pfau und das Prisma haben etwas miteinander zu tun. Nur was? Nein, was soll das auch bringen? Naja, ich dachte. Besser nicht. Mir fällt dazu nichts ein. Keine Zeit für sowas. Warum nicht? Hm? Nein. Oh. Keine Zeit für Experimente. Doch! So nicht. Warum nicht? Das geht so nicht. Okay, wir drehen den nochmal. So, dann geht der mal da hinten hin. Natürlich nicht. Mit den Löchern kann ich ja auch nichts machen. Ne? Keine Zeit für Experimente. Doch. Das kann ich besser. Keine Zeit für Experimente. Hm? Nein. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Ja, ich auch. Also, wenn ich den V daher... Geht der da oben hin, dahin und der geht dann zum Eingang. Hier habe ich den... Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Ja, aber... Ich bräuchte eine größere... Ich habe aber nichts Größeres. Muss ich mal gerade für einen Schreck trinken. Auf den Schreck einen Schluck trinken. Irgendwas müssen wir doch hier reinmachen können. Und das dann mit Öl eventuell tränken. Wenn ich... warte mal. Das ist keine Hilfe. Doch. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Ja. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Ja, dann müsste ich doch theoretisch hier... Mein Arm ist zu kurz. Ja, was hältst du denn von... Wozu denn? Was hältst du denn von werfen, du Idiot? Unerreichbar. Das geht so nicht. Warum nicht? Das bringt nichts.
Nicht sehr schlau. Wozu? Natürlich nicht. Das hilft auch nicht weiter. Das geht so nicht. Kann ich da irgendwas zerstören? Keine Zeit für sowas. So nicht. Warum nicht? Wird doch nichts. Warum nicht, Alter? Fast auf die falsche Knopf, auf die falsche Taste gedrückt. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. So. Zu fest verkeilt. Nee, warte mal, ich wollte etwas anderes machen. Und zwar das mit... Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Jetzt ist zwar der Schlauch ruiniert, aber ich habe Öl. Ja, ich bräuchte vielleicht... Ich möchte gar nicht wissen, was mit dem Besitzer geschehen ist. Hallo, warum? Gut, was mache ich mit dir? Mehr brauche ich nicht. Ach nein. Keine Zeit für Experimente. Ja, also ich würde jetzt gern da, würde ich da, hier, warum kann ich nicht da, warum, wie kann ich denn da, was ist denn da, das, hallo, ich hänge. Mann, ich hänge, ich komme nicht weiter. Es ist abgelenkt. Ja, ich würde es aber gerne irgendwie vernichten. Das Schöne ist, er guckt gerade in das Maul. Oh, warte mal, der guckt gerade in das Maul. Aber das geht, ich kann jetzt nicht hier rüber, ne? Hilf mir, Fex. Ja, aber ich krieg hier nur die beiden hier. Ich glaube nicht. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Ja, ich hätte eigentlich jetzt... Hoffen wir, dass uns nicht Gleiches widerfährt. Nein. Ich bin etwas ideenlos. Warum stehst du jetzt da? Ich hoffe, ein Freund. Hilf mir, Fex. Okay. Das führt zu nichts. Doch, Mann, schmeiß die Scheiße aus dem Fenster. Oh. Stimmt. Das geht so nicht. Das muss reichen. Noch einmal riskiere ich das nicht. Auf keinen Fall. Okay, warte mal. Kann ich... Ist das Auge jetzt hier? Warte mal. Das muss reichen. Noch einmal riskiere ich das nicht. Warte mal, aber jetzt kann ich doch bestimmt irgendwas... Ach was. Doch. Das ist top. Das Glas zerstört. Da kannst du doch bestimmt was machen. Was machen? Komm mal, ey. Wozu noch mehr Schaden anrichten? Ich habe endgültig den Verstand verloren. Ja! Der Weg ist frei. Sehr gut. Nuri reden, komm. Ja, Nuri. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Okay. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Ja, alles klar. Cool. Okay. Da wisst ihr schon was. Pass auf, Zahnrad. Warte mal, wir haben bestimmt hier Apparatur. Sekunde, da kommt bestimmt der da rein. Ah. Genau. Pass auf. Prisma. Okay, Feuer und Wasser.
Je zwei Symbole neben einer Schale. Ja. Pass auf, ich habe... Schale, was könnte ich da reinmachen? Sekunde. Nee, warte mal, das ist, glaube ich, verkehrt. Feuer und Wasser. Diese Symbole haben irgendetwas mit den Schalen zu tun. Warte mal. Ich bin noch nicht weg. Warte. Okay, das war's nicht. Die Bälle? Ich finde das klasse, dass die Bälle aber auch bleibt, ne? So, Schale. Das ist Feuer und Wasser. Nee, warte. Doch, Feuer und Wasser. Warte. Das ist Lappmüll. So, das sollte richtig sein. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie da oben. Wie kriege ich denn da oben? Da oben. Da. So, und da kommt die in die Bälle rein. Wer sagt's denn? Das ist richtig. Okay. Wir haben da noch einen scheinenden. Okay, der war auch verkehrt. Okay, das stimmt also. Flug und Käfer, Libelle. Wasser und Feuer. Das war's nicht. Vielleicht. Nein. Okay. Warte, das war verkehrt. Atem. Passt nicht. Aber warte mal, ich kenne den da unten damit. Nee, das stimmt auch nicht. Ah, warte mal. Also das ist das. Diese beiden Symbole sind eindeutig. Aber wie bekomme ich Feuer und Wasser in ein und dieselbe Schale? Ey, das ist doch ganz einfach. Nee, es ist nicht. Feuer und Wasser. Pass auf, das ist... Hä? Wie komme ich darauf? Hä? Feuer und Wasser. Das bringt nichts. Hä? Okay. Das ist, Feuer? Die Schale selbst brennt nicht. Oh, warte. So. Und jetzt? Hier. So. Jetzt muss ich nur noch das da rauskriegen. Diese Symbole haben irgendetwas mit den Schalen zu tun. Toll. Also, das ist nachts. Drei Ziegel? Drei Ziegel ist Stein. Ein zunehmender Mond? Steinpilz. Ah, gucken wir mal. Komm, wo ist es? Hier? Nee, hatten wir schon, ne?
Stein und ein zunehmender Mond. Ach, Mann, mir fehlt jetzt noch irgendwie... Stein, das könnte theoretisch entweder ein Steinpilz sein oder die Steinfledermaus. Aber was hat die Nacht damit zu tun? Ich glaube, ich sollte hier erst noch was erledigen. Ja, ja. Ja, ja. Und zwar diese beiden Symbole. Weil das da oben, das ist korrekt. So. Das da unten ist soweit auch korrekt. Aber das stimmt noch nicht. Nacht und Stein. Kann ich jetzt? Nacht und Stein. Natürlich nicht. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Warum kann ich? Ach, hier. Nacht und Stein. Nacht und Stein. Mir fehlt gerade aus dem Stegreif nichts. Nein. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Okay, Nacht, Fledermaus. Okay, das muss stehen bleiben. Nacht und Stein. Ach, die Öllampe, ja. So, und jetzt... Ich glaube, ich sollte hier erst noch was erledigen. Ja. Und zwar hier unten. Das ist wieder aus. Wieso ist das wieder aus? Wenn ich dann rausgehe, ist das wieder weg, oder was? Jetzt. Jawohl, komm, jetzt mach die Tür auf. Uvrela Porte, Silvus Pleite. Komm schnell, Nuri. Wir haben es geschafft. Okay, scheint das Ende zu sein. Nuri. Ihr schwant Böses. Lange nicht gesehen, Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nuri wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit. So viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Ich hab ein Problem. Und zwar, Nuri ist weg. Wer bist du wirklich? Ich hätte es mir denken sollen. Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen bist. Es verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird. Wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit näht. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff. Und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinav, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe. Nuri, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben, aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig.
Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen, sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? Werden wir mit ihr gehen? Wir gehen mit ihr. Sie wird nicht allein sein. Wir gehen mit ihr. Nori muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst? Und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, ich... Dann sieh. Nein. Scheiße. Das Ende. Wir haben es abgewendet. Komm, kleine Fee. Sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich... zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's. Aha. Ich glaube, wir haben ein Ende. Du bist es. Verdammt, dieses verfluchte Rabenvieh. Genau das hätte nicht sein dürfen. Oha. Ich bringe allen nur Unglück. Ja, das ist wahr. Was jetzt? Tja, ich dachte eigentlich, wir wären... Nori. Ich muss zurück. Ich muss sofort hier raus. Es gibt keinen Weg hinaus. Das Tor ist verschlossen. Wer ist da? Und das andere Tor ist verboten. Oh, es gibt keinen Weg mehr. Alles, alles ist verboten. Wer ist das? Wer oder was bist du bei Fex? Ich bin ein Unglücksbringer. Oh, ich schäme mich so. Was? Was redest du da? Ich habe so viel Leid angetan. Hierhin gestarrt, dorthin geglotzt. Aber was sollte ich auch machen als Wächter des Tores? Du bist der Wächter des Feentores gewesen? Du hast uns mit deinem Blick beinahe umgebracht. Das wollte ich doch nicht. Ich bin nur so furchtbar neugierig. Ich will einfach alles sehen, weil doch alles so schön aussieht. Und das ganze Licht und die Farben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist das für ein anderes Tor? Du hast doch eben was davon gesagt. Ein anderes Tor, ja, aber der Weg dorthin ist verboten. Wo ist dieses Tor? Sag schon! Es ist in den Traumgemächern. Doch niemand anderes als die Königin darf sie betreten. Sie hat es verboten. Warum hat die Königin das andere Tor verboten? Nein, nein, ich sage nichts mehr. Oh, lass das Auge zu und alles bleibt dunkel. Augenwesen, Trophäe, neue Lande. Okay. Gut, Lass mich. Lass mich. Das Wesen hat durch dieses Gerät tatsächlich in die Sümpfe geschaut und alles, was in seinen Blick geriet, wurde zu Stein. Wie auch immer das funktioniert hat, ich habe es hoffentlich zerstört. Ich bin froh, dass es kaputt ist. Okay. Was ist das, der Brunnen?
Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam. Ja, ich kann fragen, das ist normal. Kann ich den Brunnen hier... Wie komme ich darauf? Alles still. Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Ja, eine gute Frage. Ich würde mal gerne wissen, wofür diese ganzen Lichtstatuten sind. Sie besteht aus reinem Licht. Sie flüstert etwas. Ich glaube, sie sucht ihre Tochter. Lass mich raten, Nuri ist ihre Tochter. Gehen wir da lang. Gut, yes, ist... du? Ja, ich... Wo? Wer bist du? Was willst du hier? Wo kommst du her? Sprich. Das sind eine ganze Menge Fragen, die du hast hier. Name, Absicht, Herkunft, jawohl. Mein Name ist... Nein, ich bringe dich lieber gleich zur Königin. Komm mit. Nein, ich... Keine Widerworte, geh voran. Okay, wir lernen die Königin kennen. Hoffentlich ist das eine heiße Schnepfe. Hallo? Eure Hoheit, meine Königin, freier Geist über freien Geistern. Dieser Fremde war im großen Saal. Ich habe ihn... Sofort brachte ich ihn zu eurer Majestät. Denn natürlich, was zu tun ist, wisst allein ihr. Der Junge mit dem Nachthaar? Ja. Es ist gut, Wächter. Ihr hat wohlgetan. Nachthaar? Warum nennt ihr mich so? Der Vogelmann hat das Kommen des Nachthaarigen erwartet. Doch offenbarte der Allweise uns nicht, welches Schicksal der Jüngling nach Nairutneva tragen wird. Der Vogelmann. Schweig er! Wir haben ihm nicht erlaubt zu sprechen. Du bist allein. Weshalb hat der allmächtige Vogelmann nach ihm Ausschau gehalten? Er mag das Ende bringen, aber auch einen neuen Anfang. Was also sollen wir mit ihm tun? Einkerkern, verbannen, töten lassen oder... in gastfreundlichen Gewahrsam nehmen, bis wir die Träume des Allweisen zu deuten vermögen? Gastfreundlichkeit wäre geil. Naja. Bitte, Majestät, lasst mich einfach wieder in meine Welt. Ich muss jemanden retten, der mir sehr viel bedeutet. Das ist ein einzelnes Schicksal. An unseren Entscheidungen hingegen hängt das Schicksal einer ganzen Welt. Aber sie ist eine Fee, so wie ihr. Eine Fee? Ja. In deiner Welt? Wer diese Welt verlassen hat, ist niemals mehr eine Fee. Dann will ich eben euer Gast sein. Ich könnte mich frei bewegen, nicht wahr? Ja, es wäre eine hohe Gnade. Der Nachthaarige hätte Zugang zu vielen Orten und könnte vieles erfahren. Am Ende macht er sich dies zunutze und will fliehen oder uns ausspionieren. Und dann unser Reich in das Geweißsack der Unglück stürzen. Beschwichtigen, empören, beschwichtigen. Ich spioniere nicht. Ich will nur fort von hier. Wir wussten es. Ihm gefällt unser Reich nicht. Dabei ist alles in der Ordnung. Alles unter unserem Willen. Nein, das habe ich nicht gemeint. Hier ist nur nicht der Ort, an dem ich jetzt sein sollte. Dann soll er auch nicht unser Gast sein. Wow, alles scheiße. Dann lasst mich endlich gehen, Majestät. Zurück in meine Welt. Unmöglich. Das Tor führt allein zu uns nach Nairutneva und nie mehr zurück. Warum? Aber es gibt ein zweites Tor. Aber das Augenwesen sagte, dass es in den Traumgemächern ein zweites Tor gibt. Hat es das? Das ja. Oculunculus wagt es? Kaum weiß es seine Neugier zu bändigen, da schlägt es uns mit seiner Geschwätzigkeit. Und er, Nachthaar, nimmt sich heraus, nach den verbotenen Gemächern zu fragen? Majestät, ich will nur... Er schweige. Was soll mit dem Nachthaar geschehen? Hab ich doch gesagt. Meine Träume sind undeutlich. Wie soll ich entscheiden? Eine unmögliche Aufgabe. Allerdings, warum nicht?
Doch. Soll er diese Aufgabe selbst lösen? Ja. Höre er unseren Entschluss. Der Kampf, den die Geschicke in ihm austragen, soll sich an drei unmöglichen Aufgaben entscheiden. Wenn er sie löst, gewähren wir ihm Zutritt zu den Traumgemächern. Unmögliche Aufgaben? Was soll das... Still! Ist es wirklich sein Schicksal, Nairut Neva wieder zu verlassen, so wird er dafür auch Unmögliches leisten können. Denn niemals geht das Schicksal fehl. Ja, ich meine, Nuri ist ja auch rausgekommen. Also gut, was sind das für Aufgaben? Die drei Aufgaben lauten: Die drei Prüfungen. Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen sechs Farben des Regenbogens. Aha. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Und nun prüfe er sein Schicksal. Na, werde ich tun. Natürlich, das werde ich tun. Aber wir machen hier ganz groß. Wir werden erstmal hier speichern. Und zwar werden wir es hier speichern. Ja, das wollen wir überschreiben. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir zu den Aufgaben kommen, die drei Prüfungen. Ja, wir müssen natürlich das Idol stehlen, wir müssen den Piratenschatz finden und wir müssen Grog trinken. Grog, 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 Grog. Stopp, falsches Spiel. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Party Quartool. Bye, bye.